Hallo und herzlich willkommen zurück zu XCOM War of the Chosen in der 42. Folge. Wir verteidigen immer noch unser Schiff. Und sind hier mitten in so einer Bombe drin. Was sehr ungünstig ist. Wir müssen erstmal raus und dann auch nachladen zusätzlich noch. Na komm, gehen wir runter. Alles nicht so mega hier. Was ist da drüben? Oh ja. Schauen wir mal, was den Mech hier mal auseinandernehmen. Sind. Und los geht's. Waffe geladen. Das weiß ich jetzt auch nicht genau. Master Chosen. Ach ja, und der ist ja angegriffen worden. Granate kann ich auch keine werfen. Ach komm. Nein! Klasse. Ich befürchte, mein Private hier wird es nicht überleben. Ja. Scheiße. Jetzt Chosen brennt, auch gut. Kein Fels wird diese Welle brechen. Ich revitalisiere ihn. Und der brennt auch nicht mehr. Das ist gut. Vielleicht kann ich auch noch heilen. Das wäre natürlich noch besser. Aber das geht jetzt nicht mehr, weil ich ja schon nachgeladen habe, denke ich mal. So, entfernt. Aber du könntest ja
heilen. Hitman muss noch geheilt werden, genau. Okay. Gehst du mal da hoch? Geht in Ordnung. Und was machst du? Wo ist der Chosen überhaupt? Der Angriff kostet keine Aktion, ja, dann peitschen wir dich mal. Ach komm! Ja, das können wir laut sagen, dass du versagt hast. Meine Güte. Prozent. Mal gucken. Ja. Den habe ich ganz sicher erwischt. Das war doch okay. Kein Problem. Feuerschutz. Die Advent-Energiezellen haben ihre maximale Aufladung erreicht, Commander. Die Kanone ist geladen und feuerbereit. Jetzt bin ich mal gespannt, wo die Tante hinrennt. MacLord. Danke. Rüstung hält stand. Das könnte nützlich sein. Wir sind die Besten. Schon wieder. Noch lebt ihr Soldat, aber seine Zeit läuft. Man bleib halt mal stehen, das gibt's doch gar nicht alles, was hier abgeht. Schickt eure Lämmer zur Schlachtbank. Oh, ist das ätzend echt, ey, diese Tante. So, wen habe ich denn jetzt hier? Geil, ja toll. Wo ist denn jetzt der Chosen? War doch hier eben noch, oder? Bin unterwegs. Gebe Feuerschutz. Ah ja. Ja gut, dann. Wenn es sein muss. Schau mal, was du so drauf hast, Mann gegen Mann. Okay. Früher war es undenkbar für mich, jedem im Kampf zu fallen. Nun scheint es, als wäre ich erneut besiegt worden.
Hervorragende Arbeit, Commander. Es war kein endgültiger Sieg, aber zumindest haben wir uns die Auserwählten einen weiteren Tag vom Hals gehalten. Gerne geschehen. Geht in Ordnung. Okay, ach, was ist denn da? Moment. So, die Geschütze sind jetzt irgendwo da hinten. Und auf dem Weg dahin sind bestimmt noch viele Gegner. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ich würde gerne nochmal unseren Scourge heilen. Sind. Man will ja. Man will ja keine schlafenden Hunde wecken. Ja, und schon habe ich es gemacht. Man will keine schlafenden Hunde wecken und direkt reingelaufen ins Wespennest. Von der Rüstung abgeprallt. Na, mal schauen, was die hinkriegen. Gut. 0%. 0% ist, hört sich nach einem fairen Deal an. 3%, ja. Prozent, hört sich gut an. Ja, was sagen schon Prozente aus, gell, wenn am Ende nichts getroffen wird? Was passiert jetzt? Okay. Ui, 80 Punkte macht das Ding. Okay. Unsere Systeme fallen aus, Commander. Solche Treffer können wir uns nicht leisten. Nein! Nein! Lass die Shakes in Ruhe. Oh Gott. Was kommt jetzt? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich glaube, an der Stelle muss ich erstmal Luft holen. Machen wir mal Schluss und schauen uns das Elend in der nächsten Folge mal an. Dann geht es hier munter weiter. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.